Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Schätzchen hier gehen. Den ersten Teil der Broken Darkness Reihe, so verführerisch von M.O. Keith und ja, wie mir das Buch gefallen hat, das erzähle ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes wie immer vorweg, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe und hust. Ich hätte auch gern den zweiten Teil, weil das Ende ist so mega fies. Das ist so ein gemeines Ende. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch schon in die Leseprobe reingelesen zum zweiten Teil, weil, ja, das Ende ist einfach nur mega fies. Kommen wir als allererstes wie immer zum Inhalt und in diesem Buch geht es um Annie McKay und Annie McKay ist auf der Flucht und sie landet schlussendlich in einem heruntergekommenen Trailerpark, wo sie sich aber erstmal so halbwegs sicher fühlt und denkt so, okay, hier sollte meine Flucht erstmal ein Ende haben. Sie ist quer durch alle Bundesstaaten gereist, von Ost nach West, von Süd nach Nord und hin und her, um halt einfach ihre Fährte zu verwischen und wie gesagt, landet schlussendlich in diesem Trailerpark und in diesem Trailerpark mietet sie halt auch so einen Wohnwagen und fragt halt gleichzeitig auch den, ja, wie nennt man das? Was ist das für ein Typ? Dieser Kevin. Das ist so der... die Aufsichtsperson von dem Trailerpark, der Manager, keine Ahnung, wie man das bezeichnen möchte, und fragt ihn halt gleichzeitig auch nach einem Job. Und er braucht tatsächlich Hilfe, um dort halt ein bisschen aufzuräumen und die ganzen Pflanzen in Ordnung zu bringen. Und ja, so hat Annie gleich auch noch einen Job bekommen quasi, womit sie halt auch ihren Wohnwagen finanzieren kann. Und als Annie in den Wohnwagen kommt und gerade dabei ist, sich so ein bisschen einzurichten mit den drei Sachen, die sie hat, klingelt auf einmal ein Handy und sie weiß es nicht, kommt das jetzt von draußen, kommt das von hier drin und begibt sich auf die Suche nach diesem Klingeln und findet es schlussendlich in einer Sofaritze und ja, sieht, dass ein gewisser Dylan anruft und hin und her gerissen, ob sie jetzt rangehen sollte oder nicht oder geht sie schlussendlich doch ans Telefon, weil ihre Neugier einfach überwiegt und ja, am Telefon ist halt wie gesagt besagter Dylan und ja, sie führt mit Dylan dann ein sehr interessantes Gespräch. Er erzählt ihr ein paar Dinge über ihren Nachbarn, den er gerne beobachten lassen würde. Und die Frau, die vorher in dem Wohnwagen gewohnt hat, hat quasi für Dylan den Nachbarn bespitzelt und er fragt Annie jetzt, ob sie das nicht weiterhin machen möchte, aber sie lehnt das Ganze ab, weil sie findet das irgendwie alles ein bisschen weird und möchte nicht in irgendwelche Sachen mit hineingezogen werden und sie findet es halt auch irgendwie falsch, wenn sie ihren Nachbarn beobachten soll und alles und ja, redet dann aber schlussendlich mit Dylan. Was sie aber halt auch feststellt ist, dass sie Dylans Stimme sehr, sehr angenehm findet und dass diese Stimme sie fasziniert und dass sie diese Stimme anziehend findet und ja, und was durch dieses Telefonat quasi ausgelöst wird, dass Annie mit Dylan führt und diesen Nachbarn, den sich bespitzeln soll und ja, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Es geht um eine Frau, die wie gesagt auf der Flucht ist, um einen Mann, der einen anderen beobachten lässt und zwei verlorene Seelen, die vielleicht irgendwie zueinander finden könnten. Und mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch nicht verraten. Ich finde, ihr solltet das alles selber lesen. Ich kann nur sagen, dass mir der Inhalt im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte wirklich toll. Ich fand die Geschichte sehr dramatisch. Ich fand das Thema, was in dieser Geschichte behandelt wird, auch richtig, richtig gut. Ich konnte das auch alles gut nachvollziehen. Ich konnte mich da auch gut hineinversetzen. Also ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte vom Inhalt her und auch vom Verlauf wirklich gut gefallen hat. Ich hatte allerdings so ein bisschen Startschwierigkeiten, in die Geschichte reinzukommen. Also ich brauchte so wirklich die ersten 50 Seiten, um mich in die Geschichte einzulesen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, aber der Anfang war für mich so ein bisschen holprig und so ein bisschen viel. Und ich dachte mir nur so, hä, was ist das jetzt? Was ist hier passiert? Und ja, dann war ich aber wie gesagt in der Geschichte drin und dann hat sie mich auch gepackt und dann habe ich das Buch auch wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Und wie gesagt, das Ende von dieser Geschichte ist einfach so ein Ende mitten im Satz. Das ist quasi so ein... Und sie... Das ist jetzt nicht das Ende, das ist jetzt zum Beispiel, das ist so, als wenn sie, wenn man sagt, okay, sie hört ein Geräusch in ihrem Trailer und sie öffnet die Tür. Und dann ist Ende! So ein Ende ist das! Und ich denke mir so, what? Was ist hier los? Warum ist das so ein gemeines Ende, bitte? Also, ich bin so gespannt auf den zweiten Teil. Ich muss den zweiten Teil unbedingt lesen. Also, ich bin so, so, so gespannt, wie das Ganze hier mit Annie und Dylan noch ausgeht und was da jetzt alles vielleicht noch dahinter steckt. Es sind, glaube ich, noch nicht alle Geheimnisse ans Licht gekommen, was die beiden betrifft. Und ja, ich freue mich da schon sehr auf den zweiten Teil und ja, kann halt wirklich nur sagen, dass mir der Inhalt und der Verlauf der Geschichte wirklich gut gefallen hat. Ich muss allerdings auch sagen, dass dies wieder so eine Geschichte ist, so ein bisschen vielleicht Richtung Sinners of Sand-Reihe.
Es ist arg übertrieben, es ist arg überdramatisiert, es ist total kitschig, es ist total stereotypisch und überdramatisiert ohne Ende. Es gibt auch hier bestimmte Situationen in diesem Buch, wo man sich einfach nur denkt so, uiuiuiuiuiui, what the fuck ist hier bitte los? Aber das sind Sachen, darauf muss man sich einlassen können. Und wer jetzt gerne, sag ich mal, nur so Bücher liest mit so niedlichen Liebesgeschichten, dem würde ich eher jetzt von diesem Buch eher abraten. Also sag ich mal so Richtung Green Mountain. Wer jetzt aber zum Beispiel auch gerne mal was anderes liest, so Richtung Sinners of Saint Reihe, dem würde ich dann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Also ich kann nur sagen, mir hat es gut gefallen, auch wenn es wie gesagt total überzogen und übertrieben ist und streckenweise auch ein bisschen aha. Ich mochte es trotzdem. Ich fand, wie gesagt, die Geschichte toll. Ich fand Annie toll. Was mir nur so ein bisschen auf den Sack geht, war immer dieser Spruch. Ja, aber dies und das. Schließlich bin ich ja immer noch Annie McKay. Und dieser Satz, das geht in diesem Buch, keine Ahnung, gefühlt jede 20. Seite. Und du denkst dir so, ja doch Mädchen, wir wissen, wer du bist. Und wir wissen, was du für ein Leben geführt hast. Und ich weiß, warum du so bist. Du musst das jetzt nicht jede Seite quasi sagen. So. Das ging mir so ein bisschen auf den Keks. Dieser eine Satz, immer dieses Bam, 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 Bam. Schließlich bin ich ja immer noch Annie McKay. Und dann denkst du dir so, aha, ich weiß es doch inzwischen. Naja, aber mal abgesehen davon fand ich das Buch wirklich gut. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Was die Charaktere betrifft, Annie ist ein Mensch, der bisher sehr klein gehalten wurde. Sie hat eine wirklich schlimme Vergangenheit hinter sich. Sie hat in ihrem Leben quasi noch nichts erlebt. Sie hat noch nichts von der Welt gesehen. Sie weiß quasi gar nicht, was sie jetzt mit sich auch anfangen soll zu Beginn der Geschichte und muss erstmal so für sich ins Leben irgendwie finden. Und ich finde, dieser Prozess, dass sie zu sich selbst findet, dass sie in ihr Leben hineinfindet, dass sie eine Vorstellung davon bekommt, was sie von Leben möchte. Ich finde, das hat die Autorin in diesem Buch oder der Autor. Ich glaube, es ist eine Autorin, oder? M. O'Keefe. Ich habe ehrlicherweise gesagt noch nicht nachgeguckt. Lass mich mal kurz hinten gucken. Sie. Oder zweimal. Also es ist eine Frau. Also die Autorin hat was hier wirklich, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt, dass man halt auch die Entwicklung von Annie merkt, die sie in diesem Buch durchmacht, wo wirklich vom Anfang jetzt bis zum Ende. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich konnte mich in Annie auch gut hineinversetzen. Auch wie gesagt, wenn nicht so zwei, drei kleine Sachen, die sie immer mal so abgelassen hat, wirklich so gestört haben und man sich da wirklich nur so einen Kopf fassen kann. Was Dylan betrifft, ist Dylan ein eher mysteriöser Charakter. Man weiß am Anfang nicht so wirklich, was man von ihm halten soll. Man denkt sich so, was will der jetzt mit der? Was ist das für einer? Und da wird man dann halt auch so Stück für Stück an diesen Charakter hier rangeführt. Und ich denke aber, dass da im zweiten Teil noch einiges ist, was man über Dylan erfahren kann. Denn so richtig wirklich viel Wissen tut man am Ende vom ersten Teil nicht. Man bekommt so Bröckchen wirklich hingeschmissen und man kriegt so mit, wie er so ein bisschen tickt, aber so richtig durchleuchtet ist der Charakter noch nicht. Was ich jetzt aber allerdings nicht verkehrt finde, denn wie gesagt, es gibt ja einen zweiten Teil. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, wie Joanne oder dieser mysteriöse Nachbar oder halt auch der Kevin da, der Manager, fand ich die gut, die haben mir gut gefallen, die haben super in ihre Rollen gepasst. Ich weiß auch schon, dass Joanne im dritten Teil dann ihre eigene Geschichte bekommt und zwar mit dem Bruder von Dylan. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn Joanne und Max sind zwei Charaktere, die in diesem Buch nicht wirklich hundertprozentig gut immer dastehen und immer gut wegkommen. Deswegen bin ich, was das betrifft, auch wirklich sehr gespannt schon auf den dritten Teil und was uns da, was die beide betrifft, erwartet. Und ja, aber ansonsten kann ich nur sagen, dass es mir von Charakteren gut gefallen hat. Wie gesagt, was Dylan betrifft, bin ich gespannt, was da noch kommt und ich hoffe einfach, dass da noch ein bisschen was kommt. Ansonsten kann ich mir dazu auch nicht sagen, außer dass mir die Charaktere gut gefallen haben. Was das Setting betrifft, befinden wir uns ja hier in diesem Trailerpark. Ich glaube in Georgia. Man erfährt es irgendwann zwischendrin, wo genau sie sich jetzt befindet. Aber ich glaube, sie ist in Georgia, in diesem Trailerpark. Also es ist auf jeden Fall extrem heiß, wo sie dort im September, glaube ich, dort ankommt und es ist extrem schwül und ich glaube, es war Georgia. Ich bin mir ehrlicherweise gesagt nicht so sicher, aber ihr kennt das ja. Ich merke mir Orte nicht wirklich so gut und ja, also diese Geschichte spielt wirklich hauptsächlich in diesem Trailerpark und dann zum Ende hin noch an einem anderen Ort. Das möchte ich jetzt allerdings nicht verraten, wo. Und man hat noch so zwei, drei andere kleine Settings, wo das Buch dann auch mal spielt. Hauptsächlich spielt sich alles in diesem Trailerpark ab, was ich aber absolut nicht schlimm finde, denn ich finde, die Autorin hat hier ganz, ganz viele Facetten von diesem
Trailerpark gezeigt. Sie hat wirklich jede Ecke dieses Parks so durchleuchtet, sodass man sich das halt auch wirklich gut vorstellen kann, wie dieser Trailerpark halt auch aussieht. Und mehr kann ich zum Setting auch nicht sagen, außer dass es mir gut gefallen hat. Ich finde, es hat zur Geschichte gepasst. Ich finde, es hat auch von der Atmosphäre her zur Geschichte gepasst und ja, hat mir auch gut gefallen, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Kommen wir als allerletztes immer noch mal mit zum Schreibstil und hier kann ich nur sagen, dass wir einen recht derben Schreibstil haben teilweise, also zum einen was die Ausdrücke betrifft, was den erotischen Anteil betrifft, ist das hier wirklich teilweise sehr, sehr dirty, also holla die Waldfee, was die da so teilweise miteinander treiben. Hui, jajajajaj. Mehr möchte ich dazu jetzt aber auch nicht sagen an dieser Stelle, also der erotische Anteil in dieser Geschichte ist schon jetzt nicht recht hoch, also er ist schon höher als in anderen Geschichten, also wer jetzt gerne Bücher liest, die so gar keinen erotischen Anteil haben, den würde ich dann auch eher von diesem Buch abraten, weil wie gesagt, das ist schon ein erhöhter erotischer Anteil, also es kommen schon öfters mal Dinge drin vor, was die beiden halt auch so miteinander tun. Ja, mehr kann ich dazu jetzt aber auch nicht sagen, ohne so viel zu spoilern. So, wo war ich jetzt? Mir ist gerade die Kamera abgeschmiert. Ich habe vergessen, die Speicherkarte leer zu machen. Und jetzt hatte ich keinen Platz mehr auf der Speicherkarte. Und jetzt musste ich schnell erstmal was löschen, dass ich hier weitermachen kann. Ah, ich bin wieder so gut vorbereitet heute. Ja, wo war ich denn jetzt? Ich war gerade beim Schreibstil. Ich habe gerade erzählt, dass der Schreibstil hier ein bisschen derbe ist. Der Schreibstil ist sehr, sehr offen und sehr, sehr klar und klar auf den Punkt. Und es wird hier nichts beschönigt oder irgendwas. Das ist ein sehr, sehr ehrlicher Schreibstil, was ich wirklich gut finde, was mir auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Situation in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ansonsten ist es aber auch ein lockerer, leichter Schreibstil. Also man kann die Geschichte wirklich gut lesen, man kommt sehr, sehr schnell durch die Geschichte. Es gibt hier keine komplizierten Ausdrücke oder irgendwas wieder in dieser Geschichte. Also halt passend auch für einen Liebesroman, wo man sich wirklich hineinfallen lassen kann und halt auch wirklich nicht denken muss beim Lesen. Und ja, was den Schreibstil betrifft, wie gesagt, finde ich ihn passend zur Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen, auch ein bisschen dieses derbere streckenweise fand ich wirklich gut. Und ja, mehr kann ich zum Schreibstil auch nicht sagen, außer dass er mir wirklich gut gefallen hat und ich finde, dass er wirklich sehr gut zur Geschichte passt. Mein Fazit zu Broken Darkness ist, dass der erste Teil wirklich ein guter Start für diese Reihe ist. Dieses Buch macht wirklich Lust auf mehr. Man möchte mehr erfahren, man möchte wissen, was auch hinter den Nebencharakteren steht, weil man ja schon weiß, dass sie quasi eine eigene Geschichte bekommen werden. Es gibt sehr, sehr viele Charaktere, mit denen man wirklich auch leidet, wo man auch wirklich denkt, oh Mann, Gott, kann man da nicht vielleicht irgendwas machen? Und ja, bei den einen oder anderen, wie gesagt, weiß man ja schon, dass der noch seine eigene Geschichte bekommt und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich kann nur sagen, dass mir Broken Darkness wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und jeder, der gerne mal so ein bisschen auf andersartige Liebesgeschichten steht, dem würde ich Broken Darkness auf jeden Fall empfehlen. Und ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Von mir kriegt es den Susi-Stempel. I like it. Und ja, wer mein Weekly Reading gesehen hat, der weiß es ja schon. Ich werde ein Gewinnspiel machen auf diesem Kanal demnächst. Und da darf ich Broken Darkness auch einmal mit verlosen. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen. Falls ihr dieses Schätzchen hier haben wollt und gewinnen wollt, dann schaut dann auf jeden Fall vorbei. Ich bedanke mich an dieser Stelle ansonsten wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.